So, Leute. Heute wieder ein etwas anderes Booster. 35-Karten-Booster. Terios Beyond Death White Theme Booster. Da bin ich jetzt mal gespannt, was da drin ist. Ich bin zu meinem Local Game Store hingegangen und habe gesagt, hier, nimm mein Geld, gib mir das Booster. Das ist völlig neu für mich. Zeig mir, was da drin ist. Und genau das passiert jetzt. Oh mein Gott. Natürlich sind die Karten auf der anderen Seite. Es ist ja nicht so, als ob man die einmal auf der richtigen Seite aufmachen könnte. Ah, komm schon. Ich bin zu doof, Booster aufzumachen. Ich sollte diesen Channel wieder zumachen. Oh, jetzt. Okay, hab. Oh, die sind sogar nochmal eingeschweißt. Wenn ich es richtig gelesen habe, sind das jetzt alles weiße Karten oder zumindest Karten, die weiß in Mana-Kosten haben. Ich habe keine Ahnung, wie die angeordnet sind. Ich habe keine Ahnung, ob hier irgendwas drin ist. Notable Required Magic Arena. Ja. Meine Meinung dazu behalte ich besser für mich, sonst kriege ich wieder super Hate von allen Leuten. Gucken wir uns doch mal lieber hier den Quatsch an. Na? Ja. Jawohl. So, wir haben einen Favorite of Eroas. 3-Mana-2-2. Okay, ich werde auch hier ein bisschen schneller durchgehen, weil es doch ein paar Karten sind. Die Ankams und so weiter werde ich noch vorlesen. Die Kams sollte man mittlerweile erkennen. Jo, immer wenn ein Enchantment und Dark Knoll ins Spiel kommt, kriegt der Doppelschlag. Das ist nicht bad. Sentinel Eyes, Familiar, Blessing. Das sieht cool aus. Daxos, Blessed by the Sun. 2-Mana-2x. X ist die Devotion zu Weiß. Und immer wenn eine andere Kreatur ins Spiel kommt oder stirbt, kriegt ihr ein Leben. Das ist nicht bad. Allies of the Life Bounty, okay. 1-Mana-1-1 Lifelink. Man kann ihn opfern, um eine Kreatur der Verzauberung bis zum Ende des Zuges Schutz von der Farbe zu geben. Das ist gut. Dawn Effangel. 3-Mana-2-3. Immer wenn eine Kreatur stirbt und eine Aura-Karte dran equipped war, könnt ihr eine Kreaturenkarte mit Mana-Kosten 2 oder weniger aus dem Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Study Unknown Shores. Zufall? Ich glaube nicht. Heliots Pilgrim. Dass der wieder drin ist, finde ich cool. Nämlich vom Commander 4 gespielt. Phalanx Tactic. Wings of Herbern. Es sind auf jeden Fall eine Menge Commons drin in den 35 Karten. Hier, Reverend Hoplit. 5 Mana 1-2. Wow. Und der kriegt so viele 1-1 Human Soldier, wie er Devotion zu Weiß hat. Das ist wiederum ziemlich cool. Flicker of Fate. Hatten wir nicht gerade eben schon? Ja, hier. Können sogar Karten doppelt drin sein. Interessant. Hero of Winds. 4x14 fliegend. Immer wenn ihr einen Zauber castet, der den targetet, kriegen Kreaturen, die ihr kontrolliert, plus 1-0. Er selber auch, das ist cool. Ja, so langsam wiederholen sich die Karten öfter. Helios Pilgrim. Birth of the Meletus. 2 Mana. Kriegt eine Wall, ein Plains und 2 Leben. Okay. Reverend Hoplit. Nyxborn Corsa. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob hier mehr als eine Rare drin ist oder nicht. Weil wenn es nicht mehr als eine Rare ist, macht es wenig Sinn, dieses Booster abzukaufen, finde ich. Ja, ihr könnt eine Verzauberung oben aufs Deck legen. Das ist nicht bad. Pierce Wayfarer, Flicker of Fate, immer wieder doppelt einen anderen Chance hatten wir auch schon. Hero of the Pride, Victory Envoy, 5-Mana-3-3, zu Beginn des Upkeeps legt ihr eine +1/+1 Mark auf jede Kreatur, die ihr kontrolliert. Okay. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist an für sich ganz cool, wenn man noch keine weißen Karten hat oder gerade anfängt. Ich weiß nicht, ob das eine von den seltenen Karten, seltenen Anführungsstrichen Karten ist, die man nur in diesen Boostern bekommt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob die auch immer hier drin sind, die Karten hier nur drin, die man hier nur drin bekommt, weil dann müsste das ja eine sein. Ansonsten, ich habe Karten 3 bis 4 Mal. Eine Menge Ankams. Also ich habe mehr Ankams als normal, wenn ich es richtig gezählt habe. Bin ich bei 7 Ankams. Ihr könnt mir das nur noch sagen, ob ich recht habe. 7 oder 8 Ankams. Das sind mehr, aber nur eine Rare. Ist ein bisschen schade. Aber ansonsten. Ja, das erwartet euch in den White Team Booster zum Beispiel. Gucken wir uns mal was anderes an. Wir sehen uns bis dahin. Ablexe. Ciao, ciao.